Geschichte über den Mai und ein Maifest im Regenbogenwald. Dazu brauchen wir drei Bewegungen, die wir machen. Und zwar beim Regenbogen. Macht ihr einen großen Regenbogen. Und wieder zurück. Bei den Tippeltierchen. Oder Tippel, genau, lauft ihr ganz schnell mit den Tippeltierchen. Und bei 1000 müsst ihr euch flach auf den Boden legen und gleich wieder aufstehen. Bereit? Sehr gut, ja. Dann starten wir die Geschichte. Maifest im Regenbogenwald. An einem wunderschönen Tag im Mai bastelten die Tippeltierchen gemeinsam mit den Regenbogenschnecken wunderschöne Girlanden für das bevorstehende Maifest auf der Regenbogenwiese im Regenbogenwald. Sehr schön macht ihr das. Der kleine Tausendfüßer Fridolin wollte auch mithelfen und tippelte aufgeregt mit seinen 1000 Füßen auf der Regenbogenwiese herum. Die Tippeltierchen und die Regenbogenschnecken sahen natürlich, dass die 1000 Füßchen von Fridolin sehr hilfreich zum Fertigstellen der Girlanden sein könnten. Die Tippeltierchen besorgten noch schnell 1000 neue Regenbogenblätter, indem sie eifrig die Regenbogenbäume hinauf tippelten. Die Schnecken trommelten auf der gesamten Regenbogenwiese noch 1000 Blattschneiderameisen zusammen. Und Fridolin, der 1000 Füßer, melkte aus den Regenbogenpilzen neben den Höhlen der Tippeltierchen noch neuen Regenbogenkleber. Dann machten sich alle gemeinsam an die Arbeit. Die Tippeltierchen plätteten die Blätter, die Regenbogenschnecken lenkten die Blattschneiderameisen und 1000 Füßer Fridolin klebte alles im Nu zusammen. So entstand schnell eine wunderschöne, 1000 Schnecken lange Regenbogenblattgirlande, welche die Tippeltierchen jubelnd über die Regenbogenwiese spannten. Die Festwiese war nun geschmückt und die Feierlichkeiten konnten beginnen. Ja, euch hat die Bewegung Geschichte gefallen und wenn ihr selber eine Überlebensgeschichte schreiben wollt und auch ausprobiert habt, dann könnt ihr mir gerne eure eigene Geschichte schicken an nick.schneider@tsv-heumagen.de. Ich freue mich auf eure Geschichten. Die besten Geschichten werden wir nach Turnerin für euch bereitstellen. Tschüss!